Und dann möchte ich gleich mit der ersten Rede beginnen. Und das ist Evelyn Günther. Bitte auf die Bühne. Ich schaue aufs Handy. Hochwasser und Unwetter in weiten Teilen Österreichs. Gletscher sind in 30 Jahren geschmolzen. Juli 2023, weltweit heißester Monat seit Messbeginn. Sommer 2023, global damit Abstand heißeste seit Aufzeichnungsbeginn. Arktis vielleicht schon in den 2030er Jahren eisfrei. Waldbrände in Griechenland, Kanada, Frankreich. Ich habe Angst. Angst vor der Rekordhitze im nächsten Sommer. Angst vor globalen Ernteausfällen. Angst vor den nächsten Trockenzeiten, den nächsten Überschwemmungen. Angst um unsere Zukunft. Die Klimakrise ist da und wir sind schon längst mittendrin. Die Welt brennt vor unseren Augen ab und trotzdem passiert immer noch viel zu wenig, viel zu langsam. Die Sommerhitze wird immer unerträglicher. Die Winter werden grüner, Nachrichten über Naturkatastrophen werden häufiger, Überschwemmungen, Hitzewellen, Waldbrände, Hagel, Mondabgänge. Doch liebe Politik, was macht ihr? Fossile Großprojekte wie die Tunnelspinne und die S18 werden weiterhin geplant und gebaut. Aktivisten werden kriminalisiert, nur weil sie sich für eine bessere Zukunft für uns alle einsetzen. Österreich wird die selbstgesetzten Klimaziele weitaus verfehlen und das Klimaschutzgesetz fehlt immer noch. Wir sind mitten in einer Krise. Also, liebe Politik, worauf wartet ihr? Ich will eine Zukunft haben. Wir wollen eine Zukunft haben. Woo!